Alpha. Es zieht sich alles, was nur ein wenig kann, dem Fluss Niemen zu. Alles in der größten Unordnung. Jeder für sich ohne Subordination, gar die meisten ohne Gewehr. Die Herren Offizier sind nicht kennbar, denn sie sind mit alten Pelzen überzogen, von Fuß bis zum Kopf. Sie haben keinen Glanz und Ansehen nicht mehr. Es ist mit einem Wort ein trauriger Leichenzug. Das Elend dauert zu lang. Hunger, Durst, Kälte, schlaflose Nächte, dies macht einen matt. Aus dem Tagebuch des bayerischen Infanteristen Josef Deifel. Geschrieben im Winter 1812 in Russland. Die Krone des Königreichs Bayern. Symbol der Macht und Zeichen der neu gewonnenen Herrschaft. Die Throninsignien sind eine französische Arbeit, in Paris entworfen. Seit 1806 ist der bayerische Kurfürst auch König. König freilich von Napoleons Gnaden. Doch das hört man in München nicht so gern. Seitdem Bayern mit Frankreich verbündet ist, steht Max der Erste Joseph auf der Seite des Siegers. Die Zahl der Untertanen und Territorien hat sich vermehrt. Als Mitglied des Rheinbundes muss Bayern jedoch auch militärische Verpflichtungen leisten. Im Dezember 1811 ergeht an die Bündnispartner die Weisung, Truppenkontingente bereitzuhalten für einen Feldzug gegen Russland. Napoleon will den Zaren, der die Kontinentalsperre gegen England unterläuft, militärisch in die Knie zwingen. Bayern stellt zwei Armeekorps, die unter dem Kommando von General Erasmus Graf von der Rohe und General Karl Philipp Graf von Wrede stehen. Anfang Februar 1812 unterzeichnet Max Joseph, gehorsam, aber widerstrebend, den Mobilmachungsbefehl. Und Anfang März brechen die Soldaten, die meisten wehrpflichtig, in Richtung Russland auf. Der Älteste, General de Rohe, ist 69 Jahre, der Jüngste erst 15. Den Zug begleiten Schlachtenmaler Marketender sowie eine Anzahl von Soldatenfrauen. Über 30.000 Mann mit 6.800 Pferden und 66 Kanonen musste Bayern stellen, mehr als Preußen oder Österreich. Mitte Juni erreicht die Grande Armee den Jemen. Napoleon befehligt über 450.000 Mann, die stärkste Streitmacht, die die Welt bis dahin gesehen hat. Nur etwa ein Drittel sind Franzosen, der Rest Verbündete. Im Kampf um die Vorherrschaft in Europa hat der Korse eine multinationale Truppe aufgeboten. Neben Deutschen marschieren Polen, Italiener, Dänen, Schweizer, Portugiesen, Kroaten, Spanier. Es herrscht ein babylonisches Sprachengewirr. Durch die Länge der Anmarschwege wird die Versorgung dieses gewaltigen Heerwurms zu einer schier unlösbaren Aufgabe. Über die ungewohnten Strapazen berichtet am 7. Juli ein Kavallerieleutnant nach Bayern. Wir haben schon über 5 Wochen kein anderes Obdach als Gottes blauen Himmel und oft 4 bis 5 Tage keinen Bissen Brot. Doch was uns noch mehr plagt als der Hunger, ist der Durst. Und schlechtes Pfützenwasser ist oft nicht einmal in diesen Sandwüsten zu bekommen. Auf Hitze und Staub folgen Regengüsse und Schlamm. Der Kavalleriegeneral Graf von Preysing-Moos notiert: Da es schon mehrere Tage regnete, wurden die ohnehin schlechten und sumpfigen Wege noch mehr verdorben.
Täglich musste man einige hundert Pferde liegen lassen, weil die Wege immer grundloser und die Foragebestände immer dürftiger wurden. Der Mangel an Verpflegung führt zu rücksichtsloser Requirierung von Lebensmitteln. Die Bauern werden von Marodeuren ausgeplündert, ihre Felder verwüstet. Eine Schneise der Zerstörung zieht sich durch das Land. Obwohl es nur zu unbedeutenden Gefechten kommt, weil sich die russischen Armeen fast kampflos ins Landesinnere zurückziehen, hinterlässt der Krieg hässliche Spuren. Hauptmann Josef Meilinger vertraut seinem Tagebuch an. Ein solcher Anfang war nicht erfreulich und gab viel Anstoß zu ernstlichem Nachdenken. Auch fand man in allen Dörfern und Städten, die man durchzog, jedes Gebäude niedergebrannt, das ein Magazin enthielt. Die Einwohner mussten ihre Wohnungen verlassen und alles mitnehmen oder zerstören, was dem Feind nutzen konnte. Überall fanden wir die Spuren der vor uns dagewesenen Feinde und Freunde, die vollends alles vernichtet hatten. Ross und Reiter leiden gleichermaßen unter den Strapazen. Die andauernden Märsche auf morastigem Boden und das Ausbleiben der Nachschubkolonnen fordert zahlreiche Opfer. Feldwebel Josef Schrafel berichtet. Je weiter wir kamen, desto größer wurde die Zahl der toten Pferde, die überall herumlagen. Sie verbreiteten einen Pestgeruch, von dem viele Soldaten krank wurden. Hier schon fehlte es an Lebensmitteln, besonders an Fleisch. Am 14. Juli hält Napoleon in Wilna große Heerschau. Über den Zustand der bayerischen Truppen, obwohl mittlerweile auf etwa 25.000 Mann zusammengeschmolzen, äußert er sich sehr zufrieden und verspricht Brotrationen. Napoleon entzieht Wrede und Deroy jedoch das Kommando über die Chevaux-Légers-Regimenter, die er für seine Garde benötigt. Eine folgenschwere Entscheidung. Denn künftig müssen die Bayern in den russischen Weiten ohne ihre bewährte Kavallerie auskommen. Bei der Truppe macht sich bald Ernüchterung breit. Die Bayern sind seit 5 Monaten unterwegs. Jetzt macht sich auch der Mangel an Schuhwerk schmerzlich bemerkbar. Obwohl jedem Soldaten 2 Paar Schuhe zustehen, melden Wrede und Deroy schon im Juli, dass die Leute zum Teil barfuß gehen müssen und ihre Uniformen völlig abgerissen sind. In München hat sich die Militärverwaltung darauf verlassen, dass die Franzosen schon für die Ausrüstung sorgen würden. Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellt. So holen sich die Soldaten in den Dörfern, was sie brauchen. Und trotz drakonischer Strafen wird gestohlen und geplündert. Die Russen weichen vor der anrückenden Übermacht immer weiter ins Landesinnere zurück. Napoleon, der die schnelle Entscheidungsschlacht sucht, treibt seine Truppen in Eilmärschen hinterher. In München sieht man die Entwicklung erstaunlich klar. So schreibt Max Joseph an Montgelas: Ihre Nachrichten über die Armee haben mich nicht überrascht. Die Russen spielen ihr Spiel, indem sie sich zurückziehen. Je weiter wir vordringen, desto schwieriger wird die Lage des Kaisers. Ende Juli erreicht die Große Armee die Stadt Witebsk. Kosaken haben Magazine und Vorratslager in Brand gesteckt. Als russische Verbände von Norden her die linke Flanke bedrohen, beordert Napoleon die bayerischen Divisionen zur Verstärkung nach Polotsk, wo das 2. Korps unter Marschall Oudinot einen schweren Stand hat. Die Hauptarmee zieht währenddessen nach Smolensk weiter. Am 7. August, nach zermürbenden Eilmärschen, erblicken die bayerischen Soldaten die Kirchtürme von Polotsk. Von den 25.000 Mann, die noch vor wenigen Wochen in Wilna defilierten, sind nur mehr 15.000 in Polotsk angekommen. Polotsk, am rechten Ufer der Düna gelegen, ist zum Teil niedergebrannt. Die Einwohner sind geflüchtet. Nördlich der Stadt steht der russische General Wittgenstein mit 25.000 Mann.
Am 16. August greifen sie an. Drei Tage wird die Schlacht dauern. Unter dem Oberkommando von Marschall Oudinot kämpfen Franzosen, Portugiesen, Kroaten, Schweizer und vor allem Bayern. Die feindlichen Heere sind etwa gleich stark. Als Oudinot durch eine Verwundung ausfällt, übernimmt General Saint-Cyr den Oberbefehl. Dreimal stürmen die Russen gegen die bayerischen Stellungen beim Dorfspass an. Dreimal werden sie zurückgeworfen. Am 18. August erfolgt überraschend der Gegenangriff. Die Bayern rücken gegen das russische Hauptquartier vor und zwingen Wittgenstein zum Rückzug. Durch das Fehlen der Chevaux-Légers-Regimenter kann der Feind aber nicht verfolgt werden. Feldwebel Josef Schrafel macht eine kuriose Beobachtung am Rande. Hier bekam ich den Generalleutnant Grafen Wrede zu Gesicht, der zu Fuß ging, da er der Diarrhoe wegen, an der er litt, nicht mehr zu Pferde steigen konnte. Aber damals blieb niemand von der Krankheit verschont und die Armee litt unsäglich unter ihr. Bei diesem erfolgreichen Gegenstoß erhält General de Roy einen Schuss in den Unterleib, an dem er 6 Tage später stirbt. Noch während der Schlacht muss General Wrede das Kommando über die bayerischen Truppen übernehmen. Die Bayern haben einen Sieg errungen, ohne ihn strategisch nutzen zu können. Napoleon spricht zwar höchste Anerkennung aus, aber die Verluste schmerzen. Fast 2000 Mann tot, verwundet oder vermisst. In den Lazaretten herrschen katastrophale Zustände. Es fehlt an Medikamenten und Verpflegung. Ruhe und Typhus grassieren. Täglich fallen ihnen bis zu 50 Soldaten zum Opfer. Ihre Leichen schwimmen in der Düna. Polotsk wird zum Bayerngrab. In der Zwischenzeit sind die bayerischen Chevaux-Légers-Regimenter mit der Hauptarmee weiter in Richtung Smolensk vorgestoßen. Hier, in der Stadt der Heiligen Jungfrau, hofft Napoleon auf eine Entscheidung. Leutnant von Mannlich an seinen Vater: Am 16. kamen wir vor den Mauern von Smolensk an und stunden von morgens bei Tagesanbruch, bis sich der Mond am Himmel zeigte, in heftigem Kanonen- und Scharfschützenfeuer. Am 17. und 18. wurde Smolensk unser. Schade um die schöne Stadt. Sie ist fast ganz in Asche verwandelt. Die Russen haben die Einwohner, die mit ihrer besten Habe nach Moskau geflüchtet waren, mit allem zurückberufen und sie dann rein ausgeplündert und die Stadt angezündet. Die Russen verteidigen Smolensk nur einen Tag und ziehen sich dann geordnet nach Osten zurück. Nur langsam rücken die Franzosen in die brennende Stadt nach, die einem rauchenden Trümmerhaufen gleicht. Wieder ist es Napoleon nicht gelungen, die russischen Armeen zur Entscheidungsschlacht zu zwingen. Sein Heer hat vom Njemen bis Smolensk 500 Kilometer zurückgelegt und dabei die Hälfte seines Bestandes verloren. Jetzt muss es dem unbesiegten Feind hinterherjagen, über den Dnjepr weiter in Richtung Moskau. Während die große Armee nach Osten vordringt, sichert das bayerische Korps bei Polotsk weiter die linke Flanke. Hauptmann Meilinger beschreibt den Speisezettel jener Tage. Kuhhäute in schmale Riemen geschnitten und gebraten, Kröten und Frösche, faule ausgeworfene Fische, Hunde, Katzen, Kräuter, Schwämme, Korn, Eingeweide, Haber, Blut, kurz, alles wurde wie Leckerbissen verschlungen. Ein französischer Augenzeuge bemerkt dumpfe Resignation.